Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Dalabo. Wie ihr ja wahrscheinlich wisst, ist jetzt die neue Version 1.18 draußen und das auch in unserem Überlebensserver Wilde Abenteuer. Und in diesem Video werde ich mir mal anschauen, wie gut die 1.18 wirklich ist und das alles auf diesem Server hier. Und ja, habt Spaß beim Zuschauen, bleibt auf jeden Fall dran, weil es wird noch sehr spannend. Und ihr werdet sehr viel verrückte Berge und verrückte Höhlen sehen. Und wenn du neu bist auf dem Kanal, kannst du gerne ein Abo da lassen, damit du nichts mehr verpasst. Und jetzt würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Das erste, was wir brauchen, hier, erstmal Feuerwerksraketen. Ich glaube, die sollten ausreichen. Und sonst müssen wir ein Netherportal machen können. Also hole ich mal Obsidian. Hier. So, und jetzt geht es auch schon los in den Nether. Weil ihr müsst wissen, wenn wir der Oberwelt 8 Blöcke gehen, gehen wir im Nether 1 Block. Und hier ist ja alles noch 1.17 hier. Aber wenn wir weiter weggehen, kommt dann die 1.18. Das heißt, wir müssen erstmal weiter weggehen. So, dann gehe ich erstmal in diese Richtung hier. Da waren wir nämlich noch wenig. Und ich schaffe dann nach 1-2000 Blöcken oder so ein Netherportal. So Leute, hier sieht es schon einmal sehr gut aus. Machen wir erstmal unser Netherportal und schauen mal, was daraus passieren wird. So, ob wir irgendwo bei unserer Base rauskommen oder irgendwo ganz anders. Wir werden es sehen. Das Netherportal steht. Und rein. Und wir werden sehen. Okay. Wir sind irgendwo im Nirgendwo. Ich baue hier erstmal das Portal ab und schaue da mal, wo wir gelandet sind. Okay, Leute. Das sieht mir eindeutig nach 1.18 aus. Ja, das sieht mir eindeutig nach 1.18 aus. Wenn wir nämlich hier runter gehen, kommen wir in eine Höhle. Ja, genau so sollte es sein. Die ist jetzt richtig klein. Außer es geht hier noch weiter. Ich bin gerade etwas fasziniert davon, wie das hier aussieht. Ich war noch selten bis jetzt in so einer Höhle. Also eigentlich nur in Testversion bis jetzt. Und das sieht eigentlich wirklich voll gut aus. Wir sind aber noch recht hoch oben auf Koordinate 26. Okay, Leute. Hier sinken die Koordinaten gewaltig. Boah, das ist eine schöne Höhle. Und wir haben hier auch ein Ruin Portal. Komm schon, bitte ein OP-Apfel. Alles klar. Egal. Naja, das kann ich hier immer mitnehmen. Und hier geht es auch einfach ins Wasser weiter. Das ist wirklich... Sieht einfach richtig legendär aus. Hier spawnen auch schon die ersten Monster. Also eigentlich habe ich mir etwas mehr Monster erwartet und man sollte auch eigentlich recht leicht hier Diamanten finden. Das ist der Fall hier auf jeden Fall. Ihr seht, sind hier auch auf jeden Fall Diamanten, aber die sind halt jetzt in kleineren Adern als sonst. Und hier haben wir die erste Amethystengeode. Also ich glaube, die sind wirklich nicht selten. Keine Ahnung, am Anfang dachte man, dass die etwas seltener sind, aber die findet man voll oft. Okay. Naja, es ist auf jeden Fall eine sehr coole Höhle, muss ich sagen. Ich glaube, manche können auch noch größer sein. Die ist noch nicht mal eine riesige Höhle. Aber ja, schon mal cool, das in seiner eigenen Welt zu haben. Also eins steht auf jeden Fall fest, Monsterfarmen kann man hier richtig, richtig effektiv. Und auch Erze wie Eisen und Gold und Redstone habe ich viel gesehen, aber etwas wenige Diamanten. Also nur diese eine Ader, ihr habt ja eh gesehen. Hier sieht man eine Lush Cave. Die spawnen unter diesen Azalea-Bäumen und ja, sind so aus. Das ist jetzt eine richtig, richtig kleine. Aber wir könnten uns hier hochbauen, meinetwegen.
Okay, hier sind wir rausgekommen, wo wir auch, glaube ich, reingekommen sind. Irgendwo hier in der Nähe sind wir auch reingekommen. So, hier haben wir schon einen richtig coolen Berg. Besonders mit diesem Dorf hier oben. Das finde ich schon richtig gut. Naja, ich schaue jetzt mal weiter und ich will wirklich einen riesigen Berg finden. So Leute, genau hier ist eine ganz gerade Fläche und das eigentlich ewig lang, wie ihr seht. Schaut mal, hier ist überall gerade und hier ist halt manchmal so ein Loch drin. Und das mag ich halt nicht zum 1.18er Update, dass hier alles flach ist eigentlich. Das sieht irgendwie viel zu verlassen aus, aber jeder hat seine eigene Meinung. Okay, Leute, das ist jetzt sehr komisch. Was ist das hier? Ich sag's euch, das habe ich nicht platziert. Das habe ich jetzt wirklich gefunden. Was ist das? Das hier alles ist voller dieser Blumen. Das ist verrückt. Schaut euch das einfach nur einmal an. Das ist wirklich verrückt. Ich glaube, da haben sie irgendeinen Fehler gemacht oder ist das so gewollt? Keine Ahnung. Es ist einfach nur verrückt. Okay, Leute. Und hier, neben diesen ganzen Blumen, sind hier auch endlich richtige Berge, wie ich sehe. Hier hinten vor allem. Ja, hier. So einen Berg suchte ich. Der geht nicht ganz bis zu den Wolken. Aber es ist einfach nur cool. Jetzt will ich mal den Pulverschnee testen. Wie schnell man darin versinkt und was weiß ich halt. Oh, ja. Das hier ist der Pulverschnee. Er sieht irgendwie ganz anders aus wie der normale Schnee. Also ich glaube, man wird auch nicht reinlaufen. Aber ja. Dieses Geräusch einfach. So hört sich es an, wenn man erfriert. Oh, habe ich gerade nicht davor gesagt, ich würde nicht in Pulverschnee laufen. Ja, jetzt bin ich reingelaufen. Okay, Leute, dieser Berg ist hier auch cool. Da man hier drin einfach mal die Bäume wegmachen könnte. Und da kann man einfach sein Dorf oder seine Stadt reinbauen. Und rundherum hier ist einfach so eine Wand vom Berg noch. Eine richtige Mauer. Das würde auch voll gut aussehen. Dieses Mal. Hier wird dieses Mal ein OP-Apfel drin sein. Nein, ist natürlich nicht drin, für mein Glück. Ah, dafür ein Obsidian. Ja, es ist nichts Besonderes. Und es hat auch noch aufgehört zu regnen. Das heißt, mit dem Dreizack komme ich jetzt nicht mehr weiter. Leute. Ist das hier noch immer normal mit diesen Blumen hier? Und was ist das für ein Baum? Das ist ein einziger. Ist das selten oder sowas? Das ist hier ein einziger Baum. Und hier die ganzen Blumen. Ein einziger Birkenbaum. Sonst ist hier nirgends Birke. Und hier sind einfach wieder so viele Blumen. Das ist verrückt jetzt, die 1.18. Ich glaube, das ist wirklich nicht mehr normal. Und jetzt finde ich auch diese Strände, wo kein Sand ist, sondern Stein. Ja, so sehen die dann aus. Und hier ist das nächste Netherportal. Jetzt bin ich aber gespannt. Diesmal wird der OP-Apfel drin sein. Okay. Nein, ist eigentlich nichts Besonderes. Die kann ich mitnehmen fürs Brauen. Aber sonst nichts Besonderes, wie immer. Wisst ihr was? Ich fliege jetzt noch einmal in so eine Höhle rein und schau mal, ob die hier etwas besser ist als die anderen. Oder als die andere halt. Und die sieht schon irgendwie jetzt schon beeindruckender aus als die andere. Hier ist auch ein Mineshaft. Hier.
Leute, hier haben wir einfach noch, hier geht der Minecraft auf jeden Fall weiter. Und ja, das ist auch neu. Und hier können wir jetzt auch einen OP-Apfel drin haben. Geh weg. Mann, jetzt kommt ihr schon wieder, Zombies. So, diesmal. Diesmal wird ein OP-Apfel drin sein. Egal. Schutz 1, Harpune. Ja, okay. Ist egal. Hier ist noch eine Lore. Und hier brennt alles. Dort ist auch noch eine. Und hier ist auch noch eine. Kein OP-Apfel. Hier. Bitte ein OP-Apfel. Auch keiner natürlich. Und lass mich raten, in den letzten ist auch kein OP-Apfel drin. Nein, aber auf dem Zauberbuch ist Harpoon 1, alles klar. Und damit will ich das Video jetzt auch dann beenden. Ich muss jetzt wieder durch den Nether nach Hause gehen. Das dauert jetzt mal wieder ein paar Minuten. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Like da lassen. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, wie gesagt, kannst du den kostenlos abonnieren. Es ist ein Klick, hilft mir sehr. Und du wirst dann kein einziges Video mehr verpassen. Und ja, wie gesagt, ich gehe jetzt nach Hause zu unserer Base. Und dort sehen wir uns noch einmal. Okay, Leute. Endlich bin ich zu Hause angekommen. Ich habe mich etwas im Nether verirrt. Und ja, damit will ich jetzt das Video beenden. Also bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.